Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Klingelbach im LS17. Ja, schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Und tada! Ich habe einfach ein Backup vom Selfgang genommen, wo der C-Tor hier noch da stand mit dem Kompost davor. So, der Kurs ist zwar eingefahren, warte mal, Verkauf, Getreidehandel, ne, der Kurs ist zwar eingefahren. Hier mit diesem blöden Abkimmpunkt, den hätte man halt echt weglassen sollen. Das war ein bisschen doof. Jetzt ist das Problem, dass wir den Kurs neu einfahren müssen. Das ist halt echt das Blöde an der Sache. Pass auf, Hof, Getreidehandel, löschen wir einfach mal. So, und machen hier mal... Die Zeit müssen wir uns einfach nehmen. Das tut mir auch leid, aber dafür lerne ich ja eben noch, was Curseplay betrifft. Ich weiß, dass wenn ich auf, wenn ich den Drescher abfahre, zum Beispiel, muss ich nur über den Trigger drüber fahren, dann erkennt er den automatisch. Alles easy peasy, lemon squeezy und lädt dann quasi ab. Ich wusste jetzt nicht, wie es ist, wenn... Dann habe ich Lex. Nö, 60 FPS. Ich wusste nicht, wie es ist, wenn wir einfach was vom Hof abfahren. Wisst ihr, wie ich meine? Ich überlege gerade, ob es überhaupt Sinn macht, das vom Hof abzufahren. Oder ob wir das gleich vom Klärwerk oben machen. Weil wir müssen ja am Klärwerk Kompost laden. Das ist ja, da kommen wir ja gar nicht drum rum. Wir machen das mal so. Pass mal auf. Wir lassen den mal eine Schleife fahren. Das fällt mir gerade ein. Wir lassen den mal eine Schleife fahren. Nee, vom Hof ist besser. Und sonst sind wir immer ans Klärwerk gebunden. Obwohl es Blödsinn ist. Wir fahren, wenn wir jetzt Kompost im Endeffekt verkaufen wollen. Wir fahren vom Klärwerk. Es ist gar nicht so einfach. Man will ja das Curseplay richtig einrichten. Das ist ja das Problem. Man will ja wirklich, man will ja keine Fehler machen und will es ja richtig einrichten. Sinnvoll vor allem, ne? Die Kurse sinnvoll. Das ist ja meine Intention dahinter. Dass die Kurse Sinn ergeben. Und wenn wir jetzt am, guck mal, wir wollen jetzt Kompost vom Klärwerk verkaufen. Was machen wir? Wir schicken am Hof einen Traktor ins Klärwerk. Am Klärwerk laden wir. Und dann müssen wir erst wieder zurück zum Hof fahren, um den Kurs zum Verkaufstrigger zu machen. Das ist doof. Dann könnten wir vom Klärwerk weiterfahren, Verkaufstrigger und dann zurück zum Hof. Das wäre eine Schleife. Meiner Meinung nach. Oder? Ich glaube schon. So, passt mal auf, wie wir das jetzt machen. Okay. Das heißt, wir werden hier einmal unseren Startpunkt setzen. So, wir machen jetzt Kursaufzeichnung. Passt auf. Der Nexus hatte geschrieben, wir sollen Abfahrerbeladung am Startpunkt machen. Okay, dann machen wir das. Machen einmal Kursaufzeichnung. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Moment. Komposte. Immer noch der Getreidehandel. Der ist da unten, da könnten wir hier runterbrettern direkt. Das ist ja praktisch. Okay, dann fahren wir direkt hier runter. So. Soll der einmal schön sachte hier rumfahren. Zippidi zupp, schnippidi schnupp. Hier müssen wir wirklich langsam machen, weil die Wege extrem uneben sind auf der Klingenbach. Noch eins wollte ich ganz kurz sagen, und zwar, wem das Projekt gefällt. Entschuldigung übrigens, gestern konnte leider kein Video kommen, habe ich aufnahmetechnisch nicht geschafft, weil der Livestream dann doch länger ging wie gedacht, aber... Bei Gumsting im Livestream und über 600 Zuschauern, da konnte ich einfach um 10 nicht Feierabend machen. Da mussten wir noch eine halbe Stunde dranhängen. Und da ist natürlich danach die Luft raus gewesen für die Aufnahme. Noch dazu war es hier sehr, sehr warm. Ja, und das sind halt alles die Sachen, ne, was einen dann bläh macht. So. Und deswegen eine Folge Klingenbach gestern ausgefallen. Yeah. Da müssen wir besser fahren. Okay. Ja, eine Folge Klingenbach gestern ausgefallen und naja, jetzt geht's halt weiter, ne?
So, lassen wir den hier drüber humpeln. Das ist ja kein Problem. Fahren hier rein. Einmal schön wiegen. Den Trigger kennt er ja auch, Gott sei Dank. Und fahren dann hier einmal nur drüber, ohne Verkaufspunkt. So. Einmal schön sachte drüber fahren. Fahren hier wieder raus. Können wir ruhig ein bisschen Gas geben jetzt hier. Stellen uns wieder auf die Waage natürlich. Das Endwiegen, wie viel wir jetzt im Endeffekt abgeladen haben. Ne? So, okay. Ich finde es erstmal gut, dass ich den Kompost retten konnte. Ne? Das war nämlich ganz schön wichtig gewesen. Da hätte ich mich zu Tode geärgert. Ich glaube, einige von euch haben sich auch gegen den Kopf geklatscht, wo ich da diesen Abladetrigger gesetzt habe. Ich nehme einfach an, dass der Abladetrigger only dafür ist, wenn wir zum Beispiel ein Silo abkippen oder solche Sachen halt. Oh, warte mal, ich habe hier einen Kaffee. Es ist zwar ultra warm. Meine Frau hat mir extra einen Kaffee gekocht. Muss ich mir jetzt noch gönnen hier nebenbei, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt das Ding. So, Kompost verkaufen, Frost-Equipment holen, Palettenwerk und Dings. Oh, Alter, was ist mit dem los? Palettenwerk und Kartonfabrik anschmeißen. So, das muss mal die Grundsachen haben. Genau, und dann haben wir schon ein paar Produktionen dran. Es wäre auch wirklich schön, ich weiß, die Map ist schon ein bisschen älter, das Projekt ist ja in dem Sinne jetzt nichts Neues, keine neue Map und alles, aber ich würde mich trotzdem riesig freuen, wenn ihr ja ganz fleißig schaut, die Folgen, und natürlich, wenn es euch gefällt, auch immer das Däumchen da lasst, das wäre ganz wichtig. Ich weiß, der ein oder andere denkt da nicht dran, vergisst das, ist keine Absicht, passiert mir selber ganz oft, wenn ich Videos schaue, und ja, so einfach ist es, aber es wäre halt einfach cool. So, dann Klärwerk. Klärwerk. Was war's? Landhandel, ne? Einmal in die Verkaufsstrecke rein. Dann löschen wir den Kurs einmal. Lassen den zum Klärwerk fahren. Gut, lassen den zum Klärwerk fahren und alles ist schon mal chillig. Der wartet immer noch, dass das Feld reif wird. Sag mal, haben wir hier aus oder was, die Vegetation? Okay. Ach, hier, unserem Fendt. Den wollten wir auch noch. Sag mal, haben wir die olle Zange schon gekauft? Die Zange haben wir noch nicht gekauft, oder? Forst. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal Fichtenmobelt, ne? Das ist mal ganz klar. Da gönnen wir uns mal direkt Stiel. Stiel läuft, ne? So, dann... Ich weiß, jeder hat seine andere Lieblingsmarke. Würde ich mir einmal das Teil hier geben. Ich denke, das können wir machen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Einmal haben wir das, okay. Das gleich oben. Wo ist denn das? Hä? Liegt das von? Hat er hier vorne auch nochmal Setzpunkt? Lol, hat er auch noch. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir das mit dem Fendt hier hinkriegen. Aber da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Okay, okay. So. Kann man ganz hoch und runter machen? Doch. Damit, ne? So, aber jetzt müssen wir erstmal ganz kurz den hier
wieder losschicken. Und schauen, ob das klappt. Ihr seht schon, mit Curseplay so langsam wird's doch, oder? Blups. So, der fährt los, hat seinen Kurs erkannt. Sehr schön. Holpert hier schön sachte drüber. Boah. Hier macht er auch schön sachte. Vorbildlich, vorbildlich, der Kleine. Gut, und der hier kriegt direkt mal die Anweisung. Warte mal, wir sind jetzt gerade beim Händler. Und müssen, wollen ins Palettenwerk. Schlachterei. Kartonfabrik und Palettenwerk, genau. Das wollte ich gerade nicht. Okay, ganz kurz mal beobachten. Ich bin so gespannt. Was haben wir jetzt schon wieder Geld abzugekriegt? Hä? Na, das verstehe ich jetzt gar nicht. Jetzt hat er sich noch so beschissen hier drin verkeilt. Ist das nicht sein Ernst? Komm schon. Ja. Das kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Was? Das gibt's ja gar nicht. Was hat er denn nur? Ich verstehe den sein Problem nicht, wenn ich ehrlich bin. Entlade doch! Jetzt macht das. Okay, wir hatten auf Überführungsfahrt wahrscheinlich. Okay, wir müssen das einstellen mit den Abladen. Alles klar, alles klar, alles klar. Oh Mann, ey, so viel Zeit verpimmelt. So viel Zeit wieder verpimmelt. Es ist zum Heulen. So. Gut, der muss jetzt aber auch mal losdüsen. Genau andersrum, wenn es geht. So. Okay, oh, es ist schon wieder so warm. Ich schwitze schon wieder wie so Nasel, ey. Der ist dann niemals am Hof. Ist der nur doof? Check ich nicht. Ey, das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Manchmal, gut, ich glaube, Curseplay hat auch das ein oder andere Problemchen vielleicht noch. Da wirst du artlich, Alter, ne? Da wirst du artlich. So, pass auf. Lassen wir es erstmal gut sein. Wenn ihr noch einen Tipp habt zum Curseplay, dann schreibt es mir natürlich gerne. Ich weiß nicht, warum der jetzt so eine Zicken macht. Ist mir aber auch gerade wurscht.
Weil wir kriegen hier einfach unsere Dings nicht zum Laufen. Das ist das Problem. Wir kriegen einfach unsere Bäumchen nicht zum Laufen. So. Das ist Food. Food Inc. Das heißt, wir müssen noch eins weiter. Da müssen wir rein, genau. Und hier ist eingezäunt. Ich wäre hier wahnsinnig. Okay, der Wald ist eingezäunt. Da kommen die Bäumchen rein. Und hier kommt raus Holzstämme, Hackschnitzel und Leerpaletten. Leerpaletten, genau das, was wir brauchen. Okay, dann düsen wir mal ganz schnell in den Wald. Hauen mal fix so einen Baum um, dass die zumindest erstmal, dass der hier zumindest erstmal die Produktion aufnimmt. Ja, sauber, das ist doch mal ein Kandidat hier. Ne, wir nehmen erstmal. Wir hauen mal nicht gleich den größten hier aus der Verankerung. Wir nehmen mal den kleinen hier, ne? So. Gut. Nach hinten soll er fallen. Ne, kleine Regel im LS. Immer in die Richtung, wo ich säge, in die Richtung Felder. Also jetzt von rechts nach links. Felder auch dahin. So. Flup, 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 flup. Sehr gut. So, und jetzt schnabulieren wir uns den mal hier. Warte mal, der hat ja sicherlich auch Allrad. Genau, und Differentialsperren ist vielleicht im Voss gar nicht so verkehrt. So, richtig drunter klemmen. Einklemmen. Okay. Eigentlich ist das anders gedacht, glaube ich. Genau. So. So hatte ich mir das gedacht. Na gut, dann machen wir wenigstens die Straße nicht drin. So, wer will zum Duell kommen? Ich habe den Lanzerich dabei. Alter Vater, ey, der hängt aber, er klemmt ihn gut ein, ne? Da kann man mal gar nichts sagen. Schön zwischen die Beine geklemmt, den kleinen Schlingel. Zack! Zack! So schnell geht's, da läuft das hier schon. Ja, sauber. Komm, einen holen wir noch schnell, oder? Schön zwischen die Beine geklemmt und los geht's. Verrückt! Können wir so einen großen gar nicht abschneiden, glaube ich. Na komm, hier, der ist ein bisschen größer. Den können wir uns mal gönnen, glaube ich. So, pass mal auf hier. Oh, direkt mal hochgeklettert. Ja, das sind dann die Skills. Die hole ich nicht gleich so früh im Projekt schon raus. Da warte ich lieber noch ein bisschen. Wie man jetzt die Bäume... Ich war ja früher professioneller Kokosnusspflücker. Allerdings hatte ich dann mein Jobangebot als Wasserrutschentester bekommen. Und seitdem, ja. Der liegt aber sehr ungünstig. Allerdings nicht für uns, ne? Das müssen wir mal ganz klar sagen. Was macht er denn? Blöd ist nur immer, dass Curseplay aufgeht, weil... rechte Maustaste, ne? So. Schön eingegrallert. Den Kameraden. Noch ein bisschen. Und ab geht die Luzi. Zieht er raus, ne? Hat er zwar schon zu tun... Aber Allrad sei Dank und Differentialsperren. Ja, da lenkt nichts mehr. Ah, da wäre das Gewicht vielleicht auch gar nicht so schlecht. Oh, den müssen wir ein bisschen manövrieren hier. Alter Schwede. Da ist ein anderer Baum im Weg, sehe ich gerade so. Ach, mein, es wird eigentlich einfach gemacht. Wir fahren mal hier geradeaus durch. Ich denke mal, wenn wir den noch in die Spitze und rum. Ich denke mal, wenn wir den noch irgendwie erstmal hier hinten abschneiden, dann klappt es vielleicht. Wenn wir den noch irgendwie da reinbekommen, dann haben wir auf jeden Fall gewonnen. So. Jetzt müsste aber klappen. Jawohl. So, die Straßenlaterne müssen wir größtenteils in Ruhe lassen.
Kollege, ey. Der ist aber auch wieder spenstig. Ja gut, jetzt haben wir richtig Gewicht drauf, ne? Da kann man mal gar nichts sagen. Guck mal, wie der Traktor hinten in die Knie geht. Alter! Guck dir das mal an. Der liegt da auf hinten. Da ist nichts mehr mit Federung. Versuch den mal hier irgendwie rückwärts reinzukriegen. Die hat natürlich eine Collie, ist natürlich geil. Da müssen wir doch vorwärts reinfahren. Junge, 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 Junge. Aber unser Fan macht das nicht schlecht. Da kann man sagen, was man will. So, die Folge ist aber auch zu Ende. Jetzt würde ich sagen, düsen wir noch ganz schnell hier rein. So. Hinten am Zaun klemmt es schon wieder. Schon rum. Schon. Wir holen uns natürlich noch besseres Frost-Equipment, was das betrifft. Ne? Aber jetzt erstmal hier das machen. Oh yeah. Gut, meine Lieben, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Hohoho, der hat sich gelohnt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da. Ich fand es gut, dass wir beim Frost so sparsam jetzt hingekommen sind und wir produzieren das mal. Das ist das Geile. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Manus.